Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es bleibt dabei. Diese Landesregierung hat im Vergleich zum Ende der schwarz-gelben Regierungszeit mittlerweile jährliche Steuermehreinnahmen von etwa 9 Milliarden und gibt diese 9 Milliarden aber auch aus und muss dennoch trotz dieser Steuermehreinnahmen von rund 9 Milliarden im Jahr um ihren Volksbeglückungswahlkampf für das Jahr 2016 vorzubereiten, neue Schulden aufnehmen. Das ist das eigentliche Ziel dieses Haushaltes, den Haushalt so zu strukturieren, dass Sie einerseits eine Kriegskasse haben, mit deren Hilfe Sie sich Ihre Wiederwahl kaufen können, und andererseits erklären, dass Sie im Jahr 2016 angeblich keine neuen Schulden mehr machen. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten? Wer hat sich gemeldet? Fritz heißt er, glaube ich. Genau. Aber ich nehme ja, zwar Fritz nicht an, dass es weiterführt, aber trotzdem. Bitte schön. Herr Kollege Ulke, Sie haben gerade gesagt, die Landesregierung lege Geld zurück, um sich die Wiederwahl zu erkaufen. Ja. Halten Sie die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes für käuflich? Herr Kollege, ich halte die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nicht für käuflich, aber ich halte diese Regierungskoalition für so dumm, dass sie sich's einbildet. So ist die Situation. Und die Unseriosität ihrer Haushaltsführung zeigt sich ja auch in ihrem angeblichen Abbaupfad. Der Kollege Herrmann hat ja in einer Landtagsanfrage den Finanzminister gefragt, wie es denn sei mit seiner angeblichen Konsolidierung von 1,5 Milliarden. Und die ist angeblich, Frau Kollegin Arras, ich werde sie Ihnen ja gleich vorführen. Und der Finanzminister hat sich beim letzten Mal in der vergangenen Woche noch gerühmt, nur ein Drittel dieser Konsolidierung, gut 400 Millionen, belaste das Personal. Faktum ist aber, das sind die einzigen wirklichen Konsolidierungsschritte. Er gibt ja selber zu, dass bei seiner angeblichen Haushaltskonsolidierung Zinseinsparungen eine Rolle spielen. Ja, sind Zinseinsparungen, sind vorübergehend niedrige Zinsen eine strukturelle Einsparleistung. Er gibt zu, dass er 300 Millionen aus dem kommunalen Finanzausgleich entnommen hat. Ist es eine strukturelle Einsparleistung? Er gibt zu, dass er die Ausschüttung der Landesbank Baden-Württemberg da hineinrechnet. Ist es eine strukturelle Einsparung? Nein, das ist alles unseriös. Sie haben 500 Millionen, wenn man großzügig rechnet, strukturell eingespart, aber Sie geben 2,5 Milliarden in jedem Haushaltsjahr mehr aus. Das ist das eigentliche Erblastmärchen. Hören Sie doch endlich mal auf mit dieser angeblichen Erblast. 2011 5,2% Steigerung, 2012 5,7% Steigerung, 2013 4,8% Steigerung. Ja, meine Damen und Herren, sind das alles Erblasten? Das sind doch Ihre Ausgaben, das sind doch Ihre Schulden, die Sie gemacht haben. Und die Positionen liegen ja auf dem Tisch. Abschaffung der Studiengebühren, eine verunglückte Polizeireform, ein Nationalpark, den die Menschen vor Ort nicht wollen, neue Beamte in Ministerien, eine Bevorzugung der Gemeinschaftsschule und. Das sind doch alles Ihre Ausgaben und keine Erblast der Vorgängerregierung. Besonders unseriös ist auch Ihre mittelfristige Finanzplanung. Im Jahr 2013 vor der Bundestagswahl haben Sie hier erklärt, Sie rechnen mit einer rot-grünen Bundesregierung und diese Bundesregierung, diese rot-grüne, die werde dann die Steuern erhöhen. Und mit 400 Millionen Steuererhöhungen einer rot-grünen Bundesregierung, die im Jahr 2013 gar nicht zustande gekommen ist, planen Sie weiter bis über das Jahr 2020 hinaus. Es gibt diese Steuererhöhungen nicht und es gibt auch diese Bundesregierung nicht. Und trotzdem haben Sie sie in Ihrer Planung. Der Finanzminister hat dann letzte Woche erzählt, er hat sich das jetzt anders überlegt. Diese Planung, das seien nicht mehr die Steuererhöhungen einer Bundesregierung, die nicht zustande gekommen ist, sondern das sei das Ergebnis der Verhandlungen über den Solidarpakt.
Das seien die, das Ergebnis der Verhandlungen über den Länderfinanzausgleich und vielleicht die Eingliederung des Solidaritätszuschlags. Ja, meine Damen und Herren, wo liegt denn da ein Verhandlungsergebnis auf dem Tisch? Das ist doch zutiefst unseriös, in einen Haushalt Verhandlungsergebnisse einzuplanen von Verhandlungen, die noch nicht mal richtig angefangen haben. Das ist doch die Situation, meine Damen und Herren. Und genauso unseriös, Herr Ministerpräsident, agieren Sie. Sie haben im Sommer erklärt, das machen Sie nicht mit, einen ausgeglichenen Haushalt nur 2016, sondern Sie machen das nur mit, wenn dieser Haushalt ab 2016 ausgeglichen bleibt. Ich habe es Ihnen ja in der vergangenen Woche vorgetragen. Das war nicht nur ein Medium, das berichtet hat, sondern sämtliche Landesmedien. Und plötzlich, klammheimlich, schleichen sich dann in der Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 wieder neue Schulden in diesen Haushalt hinein. Das ist ein zutiefst unseriöses Gebaren, meine Damen und Herren. Und wenn wir bilanzieren, Frau Kollegin Arras, na, da gibt es auch andere Bilanzen, beispielsweise des Bundesfinanzministeriums. Da kriegen Sie kein Lob für diese Neuverschuldung, sondern da stellen wir fest, dass das Abstiegstrio in der Schuldenbundesliga Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist. So sieht es nämlich aus. Und die Vereinsfarben dieses Abstiegstrio in der Bundesliga, die sind nämlich alle rot und grün. Das ist die Realität. Stattdessen haben Sie einen Bunker für Wahlgeschenke angelegt. Das hat auch der Rechnungshof kritisiert. 3 Milliarden an Überschüssen, 1,5 Milliarden nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und 800 Millionen an weiteren Steuermehreinnahmen. Und vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund in diesem Doppelhaushalt nochmal neue Schulden zu machen, das ist aberwitzig. Und da hat der Kollege Herrmann völlig recht, das ruiniert die finanzpolitische Perspektive des Landes Baden-Württemberg. Investitionen in die Infrastruktur. Sie haben sich ja in der vergangenen Woche, Herr Kollege Mayer, auseinandergesetzt mit den Vorschlägen meiner Fraktion. Der Finanzminister, der heute nicht da ist, auch. Beispielsweise, ja, Geisterfahrt, haben Sie gesagt. Ja, ja. Wir haben den Vorschlag gemacht, um zu einer Investitionsinitiative zu kommen, 1 Milliarde für die Infrastruktur locker zu machen, aus der Landesstiftung und möglicherweise weitere Privatisierungen vorzunehmen. Wir haben einen Weg aufgezeigt, wie das Ganze steuerunschädlich gehen kann. Und wir haben deutlich gemacht, wir wollen in die Infrastruktur und in den Breitbandausbau investieren. Und Herr Ministerpräsident, wenn man Industrie 4.0 will, dann macht es keinen Sinn zu subventionieren, eine Idee, deren Zeit gekommen ist, sondern dann müssen Sie Rahmenbedingungen schaffen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass schnelles Internet und WLAN-Zugang für alle Menschen in Baden-Württemberg und vor allem für die Wirtschaft sichergestellt wird. Und dazu bedarf es einer Infrastrukturinitiative, meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren, der Kollege Mayer hat in der vergangenen Woche dazu erklärt, eine Investitionsmilliarde, das Tollste daran ist die abenteuerliche Finanzierung. Plünderung der Landesstiftung, Zwischenruf der Abgeordneten Brigitte Lösch, Grüne, hui. Mit der Landesstiftung, der Kollege Mayer, zweite Möglichkeit, typisch FDP, Herr Rüke, alles andere hätte mich auch gewundert, Verkauf des Tafelsilbers, Flughafenbeteiligung, LBBW-Beteiligung. Das, was die FDP diesmal hinlegt, ist eine finanzpolitische Geisterfahrt, Herr Rüke. Ja, aber wir haben ja einen Finanzminister, der nicht erst seit gestern im Landtag von Baden-Württemberg ist, der auch mal Haushaltsreden gehalten hat, beispielsweise am 9. Februar 2007. Ich zitiere Nils Schmidt: Wo viel Milch und Honig gebunkert sind, das ist bei der Landesstiftung. Abgeordneter Klaus Schmiedl, SPD, Stiftung Moser. Wir halten dieses Konstrukt nach wie vor für falsch. So Nils Schmidt. Wir hätten gern Herrn Moser, unseren lieben Freund und Ex-Kollegen, als Liquidator dieser Stiftung. Ich glaube, das würde er genauso souverän machen wie das eigentliche Stiftungsgeschäft. Es bleibt dabei, wir fühlen uns durch die Landesstiftung entmachtet. Sie gehört aufgelöst. Zitat Ende. Finanzpolitische Geisterfahrt.
Herr Kollege Mayer. Und der Kollege Schmidt hat sich ja in der vergangenen Woche dann auch mit unseren Vorschlägen auseinandergesetzt. Ich zitiere vom 12. Dezember 2014 den Finanzminister Schmidt. Sie wollen ein Milliardenprogramm für die Infrastruktur. So weit, so gut. Aber irgendwie muss man es ja finanzieren. Ihr Vorschlag war, der Landesstiftung 1 Milliarde Euro hierfür zu entnehmen und die Beteiligungen des Landes zu verkaufen. Ich glaube, selbst Maggie Thatcher hätte in ihrem größten Privatisierungsrausch nicht so weit gehen können. Zitat Ende. Ja, Herr Kollege Mayer, Maggie Thatcher vielleicht nicht, aber die SPD-Fraktion. Denn die SPD-Landtagsfraktion hat am 12. Januar 2005, ich nehme an, der Staatssekretär Rust war damals schon als Finanzpolitiker tätig, auch der Finanzminister Schmidt war damals als Finanzpolitiker tätig, ein ehrgeiziges Konzept der SPD zum Doppelhaushalt und für eine mittelfristige Haushaltskonsolidierung vorgelegt. Ich zitiere den Punkt 2, Schuldentilgung durch Veräußerung von Landesbeteiligungen, Einsparung von rund 350 Millionen Euro im Jahr. Ich zitiere weiter, die SPD, Kollegen Drexler, wo hat er sich versteckt? Der Beteiligungsbesitz des Landes soll nach dem Konzept der SPD mittelfristig weitgehend verkauft werden. Insbesondere kann das Land dadurch, insgesamt kann das Land dadurch mindestens 6 Milliarden Euro erlösen. Dieser Verkaufserlös soll zur Schuldentilgung verwendet werden, woraus sich eine jährliche strukturelle Einsparung beim Schuldendienst von etwa 350 Millionen Euro ergibt. Ins Gewicht fällt dabei insbesondere die LBBW mit 4 Milliarden Verkaufserlös. Die Auflösung der Landesstiftung bringe netto rund 1 Milliarde Euro ein. Weitere größere Beteiligungen des Landes sind die Rothausbrauerei und der Flughafen Stuttgart. Im aktuellen Haushaltskonzept für die Jahre 2005-2006 schlägt die SPD als ersten Schritt die Teilveräußerung der LBBW vor, die Auflösung der Landesstiftung und die Privatisierung des Staatsanzeigers. Zitat Ende. Ja, Herr Kollege Mayer, wie ist es denn jetzt mit finanzpolitischer Geisterfahrt und mit dem Neoliberalismus von Maggie Thatcher? Ja, also Wolfgang Drexler hat das alles unterschrieben. Ich habe immer gedacht, der Kollege Drexler gehöre zu den Old Boys Ihrer Fraktion. Offensichtlich gehört er zu den Chicago Boys der SPD-Fraktion bei dem, was Sie da vorgeschlagen haben in der Vergangenheit. Also, man muss schon sehr vorsichtig sein, wenn man mit Steinen schmeißt, wenn man im Glashaus sitzt, Herr Kollege Mayer. Entweder das, was wir jetzt heute hier vorgeschlagen haben an Infrastrukturprogramm, ist seriös, oder Ihre Oppositionsarbeit war es nicht. Dazu müssen Sie sich mal deutlich äußern. Nein, meine Damen und Herren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Aras. Aber sicher. Da ich 2005 nicht im Landtag war, würde mich interessieren, was Sie auf diese Anregung der SPD damals geantwortet haben. Frau Kollegin Aras, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Da ich damals auch noch nicht im Landtag war, kann ich sie nicht beantworten. Unterm Strich, meine Damen und Herren, stellen wir fest, dass dieser Haushalt in jeder Hinsicht unseriös ist. Er ist unseriös an allen Ecken und Enden. Er dient nur dem Zweck, sich ein Polster zu verschaffen, um im Jahr 2016 sich die Wiederwahl zu erkaufen und plant mit neuen Schulden über das Jahr 2016 hinaus. Und deshalb können Sie von meiner Fraktion eine Zustimmung zu diesem Haushalt nie und nimmer erwarten.